Es ist für viele Dinge sehr hilfreich, wenn man eine Tabelle zur Verfügung hat, in der so ein paar fundamentale Eigenschaften der Elemente zusammengefasst sind. Und das ist hier der Fall. In der ersten Spalte sind jetzt die Elemente selbst dargestellt. Dann in der zweiten Spalte gibt es sowas wie 50% Kondensationstemperatur bei verschiedenen Drücken. Und dann geht es weiter mit, ich gehe hier nicht auf die ganzen Details ein, welches der Elemente sind Refraktäre, Hauptelemente und so weiter. Also überall, wo eine 1 steht, das ist dann eben ein volatiles, ein siderophiles oder sonst irgendein Element. Hinten gibt es dann noch weitere Sachen wie solare Häufigkeiten, Umrechnungsfaktoren von Oxid in Element und so weiter. Es gibt auch Dinge wie ein paar Informationen zu Isotopen für stabile, langlebige Isotope. Es gibt die häufigsten Valenzen, alle möglichen Daten. Es ist dann möglich, wenn man ein paar Zeilen Programm schreibt, dass man sehr schnell gewisse Dinge, zum Beispiel Elemente, extrahieren kann. Das will ich hier einmal vorführen. Die drei Zeilen hier importieren mir jetzt nur mal die Datei und bringen sie in ein spezielles Dataset-Format. Also hier ist jetzt die Tabelle nochmal dargestellt, wie sie dann importiert ist. Hier die ganzen Elemente nochmal und so weiter. So sieht es aus. Ich will aber diese Tabelle als solche gar nicht sehen. Das verwirrt mich ja nur, deshalb unterdrücke ich hier die Ausgabe. Das Einzige, was mich interessiert, ist im Grunde genommen, welche Kategorien hier vorhanden sind. Also diese erste Zeile in der Tabelle, also das Symbol, die Kondensationstemperaturen, siderophile oder sonstige Elemente. Und jetzt interessieren mich vielleicht, welches sind siderophile Elemente, die bei einer bestimmten Kondensationstemperatur kondensieren. Nur diese will ich mal rausfiltern. Und das geht dann hier sehr schnell. Also Data, in Data ist die Tabelle eingelesen worden und aus dieser, zuerst muss ich Select hinschreiben, aus Data will ich jetzt etwas selektieren. Und zwar alle Elemente, sagen wir mal, mit einer 50% Kondensationstemperatur von kleiner als, sagen wir mal, 1200 Kelvin. Und dann kann ich das über diesen Befehl erreichen. Jetzt habe ich hier unten wieder eine Tabelle, aber in dieser Tabelle sind jetzt nur Elemente drin, die eine 50% Kondensationstemperatur haben, die kleiner als 1200 Kelvin sind. Also in dieser dritten Spalte hier sind, kann man sehen, dass hier keine drin sind, die höhere Kondensationstemperaturen haben. Oder wenn ich nur ein bestimmtes Intervall will, vielleicht zwischen, sagen wir mal, 800 und eben 1200 Kelvin, kann ich das Intervall angeben. Also hier, das ist der Spaltenname und hier links und rechts gebe ich das Temperaturintervall an. Jetzt bekomme ich nur noch die Elemente, die in diesem Temperaturintervall kondensieren. Jetzt will ich aber nur die siderophilen Elemente haben und deshalb mache ich hier noch eine zweite Bedienung mit und rein. Und das sollen jetzt die siderophilen Elemente sein. Und zwar die, die gleich 1 sind. Ja, weil überall, wo eine 1 steht, das sind siderophile Elemente. Dann führe ich das aus und jetzt bekomme ich dann die Elemente, die im Intervall 800 bis 1200 Grad kondensieren und eben siderophil sind. Und das sind jetzt dann nur noch Germanium und Gold. Und auf diese Art und Weise, ich kann jetzt noch weitere Bedienungen eingeben, ich könnte hier noch oben eingeben, die vielleicht eine bestimmte Valenz haben oder sonst irgendwas. Aber auf diese Weise lassen sich sehr schnell hier zum Beispiel Elemente selektieren. Und wenn ich jetzt noch Daten von diesen Elementen habe, vielleicht einfach Zusammensetzungsdaten von Gestein, dann könnte ich hier raussuchen, ich möchte nur die darstellen auf der X-Achse, diese Elemente oder sowas, kann ich halt sehr schnell raussuchen, welche Elemente kondensieren nur in dem Bereich und kann einen entsprechenden Plot machen oder sonst irgendwas. Und so kann man über solche Filter hier in Mathematica sehr schnell die entsprechenden Elemente raussuchen, beispielsweise die bestimmten Eigenschaften entsprechen. Und dafür sind so Tabellen natürlich sehr hilfreich.